Nachdem ich diesen Nagellack aufgetragen habe, den ihr mir alle empfohlen habt, musste ich wieder ins Nagelstudio gehen, weil es hat absolut nichts gebracht mit dem Nagellack. Immer wenn ich geknabbert habe, hat es zwar eklig geschmeckt, aber ich habe meine Fingernägel trotzdem abgeknabbert und deswegen musste ich wieder ins Nagelstudio. Und das war einfach der größte Fehler, in dieses Nagelstudio zu gehen, denn ihr werdet am Ende die Nägel sehen und ihr werdet geschockt sein. Ich habe gestern leider in was sehr Scharfes reingefasst, deswegen hatte ich am Daumen diese fette Wunde und sie hat einfach Sekundenkleber auf die Wunde gemacht. Ich habe während meinem Nageltermin die ganze Zeit gelesen und schaut euch jetzt mal die Nägel an. Ich bin jetzt raus vom Nagelstudio, ich war 1,5 Stunden da drin und meine Nägel sehen so beschissen aus. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie es von oben aussieht. So schauen sie von oben aus, aber schaut euch jetzt mal die Seiten an. Oh mein Gott, das sieht einfach so schlimm aus. Und ich sag euch ehrlich, ich habe solche Probleme eigentlich nie. Ich habe nie Probleme, dass meine Finger abstehen, aber was ist das? Alle stehen ab, alle. Ich sehe aus wie ein Krokodil. Irgendwas ist hier gewaltig schiefgelaufen, weil das sollte nicht so aussehen. Mein Finger ist doch keine Skischanze. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen.